1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Es ist ein Thema, das nicht nur die Menschen in Tübingen nach wie vor bewegt, sondern auch bundesweit große Wellen geschlagen hat. Die Rede ist von den Affenversuchen am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen. Der verantwortliche Forscher Nikos Logothetis, ein Mann mit Weltrang, hat inzwischen angekündigt, die Versuche mit den Primaten einstellen zu wollen, nach Ablauf der bereits bewilligten Genehmigungen. Doch noch immer gehen Menschen gegen die Versuche auf die Straße, wie jetzt in Tübingen. Dort haben sich gestern 3 internationale Tierschutzorganisationen auf dem Marktplatz zu einem stillen Kreis versammelt. Stummer Protest. Schweigend standen Mitglieder von One Voice, Ärzte gegen Tierversuche und Cruelty Free International zusammen. Ihr stiller Kreis soll das stille Leid von Lea, Tom, Hugo, Max, Lisa, Lucie und Mila symbolisieren. Jenen 7 Affen, an denen das MPI für biologische Kybernetik neurologische Grundlagenforschung betreibt. Zum Wohl der Menschen, wie es von Institutsseite heißt, um irgendwann mal ein Mittel beispielsweise gegen Parkinson zu finden. Dass durch die Forschung, die im MPI an Affen gemacht wird, Parkinson angeblich geheilt werden soll, ist rein vorgeschoben. Dabei geht es überhaupt nicht um medizinische Forschung, was dort betrieben wird, sondern das ist reine Grundlagenforschung. Das heißt, es geht vor allen Dingen darum, die Neugier des Forschers zu befriedigen. Was passiert im Gehirn von Affen, wenn sie zum Beispiel Bilder anschauen oder zählen oder so etwas? Und da geht es gar nicht darum, irgendwelche Medikamente zu finden. Das ist halt wirklich nur vorgeschoben. Die Tierschützer sprechen sich deshalb generell gegen jede Form von Tierversuchen aus. Sie jedenfalls glauben nicht an die von den Wissenschaftlern postulierten Ziele. Tiere und Menschen unterscheiden sich eben so stark, dass die Ergebnisse nicht übertragbar sind. Hinzu kommt noch, dass Tiere und Menschen unterscheiden sich einmal in ihrer Anatomie und Physiologie und so weiter, Stoffwechsel, aber auch Krankheiten des Menschen werden ja im Tier künstlich nachgeahmt. Also Parkinson zum Beispiel, um das Beispiel wieder zu nehmen, wird bei Ratten hervorgerufen, indem ein Gift in das Gehirn injiziert wird, aber das hat doch nichts mit dem Parkinson des Menschen zu tun. Es gibt viele, die das ganz anders sehen. Auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hatte sich für Tierversuche ausgesprochen, wenn sie nötig seien, um Menschenleben zu retten und Krankheiten zu heilen. Vorausgesetzt, die Haltungsbedingungen beim Max-Planck-Institut für Kybernetik entsprechen den Tierschutzgesetzen. So wie es das Institut behauptet. Die Bilder eines Fernsehsenders, so heißt es dort, seien dementsprechend völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Es ist im ureigenen Interesse des Wissenschaftlers, dass es einem Tier gut geht, weil er das ja über Jahre sozusagen hat, um Experimente zu machen. Und er kann es gar nicht riskieren, dass es dem Tier schlecht geht. Die internationalen Tierschützer überzeugt das alles nicht. Mit rund 81.000 aktuell gesammelten Unterschriften haben sie von dem Direktor der Abteilung Psychologie kognitiver Prozesse am MPI, Nikos Logothetis, die sofortige Freilassung der 7 Makaken gefordert. Professor Logothetis hat ja angekündigt, seine Forschungen einstellen zu wollen. Allerdings will er seine Projekte noch zu Ende führen, was ungefähr 3 bis 4 Jahre dauern kann. Und dann ist er sowieso pensioniert. Also ich denke, diese ganze Geschichte war sowieso nur eine PR-Aktion, um die Tierschützer in Misskredit zu bringen und eben zu behaupten, dass er dazu gedrungen worden sei, durch irgendwelche aggressiven Methoden seine Forschungen aufzugeben. Ihr stiller Kreis zeige, wie friedlich Tierschützer seien. Ein Blick zurück zeigt aber auch, es gab nicht nur friedliche Demonstrationen. Boris Palmer beispielsweise musste sich massiven Anfeindungen aussetzen. Bei einer Kundgebung sei er sogar mit einem Stein beworfen worden. Das eigentlich Schlimme sind die Anfeindungen gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Max-Planck-Instituts. Dort traut man sich nicht mehr, die Kinder in die Kita zu bringen ohne Wachpersonal. Dort können Menschen nicht mehr zur Arbeit erscheinen, weil sie psychisch destabilisiert sind. Dort gehen zig Drohanrufe und Schmähbriefe ein. Bis zum KZ wird da alles mit angedroht. In jüngster Zeit, so heißt es seitens des MPI, habe es aber keine solchen Anfeindungen und Drohungen mehr gegeben. Solange die Affen nicht frei sind, werden die Tierversuchsgegner aber weiter auf die Straße gehen. Klaus Kleber, der Leiter des ZDF-Heute-Journals, hat einen überzeugenden Einstieg als neuer Ehrenprofessor in Tübingen gefeiert. Bei seiner Antrittsvorlesung gestern im Festsaal der neuen Aula war der Andrang auf den größten Hörsaal der Universität so groß, dass Hunderte keinen Platz mehr und keinen Zugang im Saal bekamen. Um Gefährdungen durch immer mehr Wartende an den Türen und im Gebäude auszuschließen, baten herbeigerufene Polizeibeamte darum, das Gebäude zu verlassen. Kleber wird ab dem Wintersemester am Institut für Medienwissenschaft unterrichten. Gegen den Oberndorfer Waffenhersteller Heckler & Koch gibt es neue Vorwürfe rund um das Standardgewehr der Bundeswehr G36.
In einer anonymen Anzeige von 2011 wird H&K vorgeworfen, Mängel am G36 gekannt und gezielt verschleiert zu haben. Heckler & Koch habe so Regressforderungen vermeiden wollen. Laut dem ARD-Politikmagazin Report Mainz sei der damalige Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière, CDU, indirekt über dessen Staatssekretär Rüdiger Wolf informiert worden. Jetzt gibt es Forderungen an de Maizières Nachfolgerin Ursula von der Leyen. Die Bundesgrünen fordern diese jetzt auf, selbst Anzeige zu erstatten. Sie müsse eventuell strafrechtlich relevantes Handeln aufklären und Verantwortlichkeiten aufdecken. Stuttgart rüstet sich für den evangelischen Kirchentag. Vom heutigen Mittwoch bis zum Sonntag werden rund 250.000 Besucher erwartet. Die angebotenen Veranstaltungen reichen von Gottesdiensten, Bibelarbeiten über Vorträge und Workshops bis hin zu Musik- und Comedy-Angeboten. In vielen Veranstaltungen spielen auch politische und gesellschaftliche Themen wie Familie, Flucht, Vertreibung oder moderne Formen des Familienlebens eine Rolle. Auch hochrangige politische Prominenz wird in Stuttgart am Start sein. Angesagt haben sich unter anderem zahlreiche Minister, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck, aber auch die frühere Bischöfin Margot Käßmann. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. An frohen Leichnam scheint die Sonne in Baden-Württemberg um die Wette. Und das vor einem nahezu wolkenfreien Himmel. Die Temperaturen steigen dementsprechend an auf bis zu 30 Grad. Am kühlsten Punkt im Land, nämlich auf dem Feldberg, zeigt das Thermometer 19 Grad. Am Freitag steigen die Temperaturen weiter an. Im nördlichen und südlichen Teil des Landes wird die 30-Grad-Marke geknackt. Mit bis zu 35 Grad an der Spitze steht Mannheim. Mit den steigenden Temperaturen steigt auch die Gefahr von Hitzegewittern. Besonders in der Mitte des Landes, rund um Stuttgart, muss mit Blitz, Donner und Regen gerechnet werden. Stadtgeschichte, religiöse Frömmigkeit und Brauchtum in und um die Gemeinde Elsach stehen im Mittelpunkt des örtlichen Heimatmuseums. Zu sehen sind die Ausstellungsstücke beispielsweise in einer originalgetreu eingerichteten Bauernstube. Teil der Dauerausstellung sind auch die Werke des Elsacher Künstlers Erwin Krumm. Geöffnet ist immer samstags von 10 Uhr bis 12.30 Uhr. Auf eine Reise in die Vergangenheit lädt die Meersburg am Bodensee ihre Besucher ein. Hier arbeitete und lebte unter anderem die deutsche Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Neben ihren Gemächern gibt es auch eine Gefängnisstube aus dem 19. Jahrhundert und eine Folterkammer zu sehen. Bei einer Führung erfahren die Teilnehmer zusätzlich einiges über Hexenverfolgung und die Justiz in früherer Zeit. Die Tore der Meersburg sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Sie waren erbitterte Widerstandskämpfer gegen das nationalsozialistische Regime, die Brüder Berthold und Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Ihr Leben und Wirken steht im Mittelpunkt der Stauffenberg-Erinnerungsstätte im Alten Schloss in Stuttgart. Täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr können die Besucher einen Abstecher in eines der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte unternehmen. Warum ich mitmache? Weil ich anderen helfen möchte, sich selbst zu helfen. Dabei ist es mir wichtig, dass ich mir sicher sein kann, dass meine Spende bei diesen Menschen ankommt. Bei Brot für die Welt habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn jeder ein wenig gibt, kann Großes bewegt werden. Es gibt viele gute Gründe, Fördermitglied zu werden. Verändern Sie die Welt. Papa, wo bist du? Kinder brauchen eine Familie. Helfen Sie uns.